Ja, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play WWE 2K14 Universe Mode. Ja, wir sind hier in der letzten Woche vor TLC stehen geblieben. Und ja, Hintergrundmusik wird euch präsentiert von Shira.de. Guckt mal in die Beschreibung. Ist eine deutsche Rockband aus Berlin. Ja, also, da dürfte was für euch da sein. Also, wenn ihr auf Rock steht. Ihr könnt die Musik für eure eigenen Videos, falls ihr welche macht, verwenden. Ist aus den ich weiß nicht mehr, wie die Rechte heißen. Halt, man kann die. Jeder kann die verwenden. Sind nicht rechtlich geschützt. Ja, Randy Orton gegen Bray Wyatt ist das erste Match hier. Ja, ich hoffe, ich bin lauter als das Lied. It's over. Hey, jetzt hört man es nicht richtig. See. So, jetzt muss ich einfach lauter reden. Ich weiß nicht. Ich rede einfach laut genug. Und jetzt erstmal hier einen ordentlichen Backbreaker. Ja, die anderen White Family Member wurden vom Ring verbannt. Und ja. Es wurde auch rumspekuliert, was jetzt mit Franz und Nikki Bella ist. Da hatte sich ja ein bestimmter Wrestler, der Ex-FCW Champion, beschwert. Eigentlich würde er ja ein Rematch bekommen. Aber da. Ja, da lief so ein bisschen Streitigkeiten. Privat. Und deswegen wird es ein Match geben zwischen Jacob Wegner und Franz in einem 2-on-1 Handicap Match gegen Bamba bei TLC. Ja. Jetzt erstmal Bam. Also da war Bomber irgendwie nicht so mit einverstanden. Ja. Da angeblich Nikki Bella seine Managerin sein sollte. Ja, und halt so ab was. Ne, und 1, 2. Leave me behind. Ja, Shira hat. Die Band Shira haben auch einen YouTube-Kanal, Shira.tv. Shear. Und dann beides groß geschrieben, T und V. Auf YouTube. Und da blutet sogar Bray Wyatt. Ja, mesmerize. Bam, RKO! 1, 2, 3. Nein! Da kickt noch Bray Wyatt aus. Ich weiß es nicht. Und da kommt dann einfach mal Randy Orton den Sister Abigail. Brown eyes, you keep fucking my head anyway. RKO! 1, 2, 3. Was? Da kickt er noch aus. Really? Und da blutet auch die Hose von Bray Wyatt. Guckt euch mal die Hose an. What the hell? Wie er blutet.
Was hier, was ein Opener. Was ein Opener, du. Anyway. Soll der Puntkick kommen? Puntkick. One, two, three. What the hell? Was ist das? Oh. Der cheatet doch. Und jetzt ist Randy on fire. Wie er die Lariat gekontert hat. Wie er die Lariat gekontert hat. Einfach zu Boden gehauen. Jetzt nochmal. Wie denn mal kontert der Arsch? Aua. Das tat, glaube ich, weh. Gut. Randy kam nochmal in die Seile. Ah. Oh, das war schon ein harter Schlag. Beim Pay-Per-View wird es aber natürlich ein No-Disqualifications-Match, ein No-Holds-Barred-Match. One. Nope. Der Dropkick gibt ein Name. Und dann gibt es erstmal eine Lariat. Oder einen Punch, wie auch immer. Ich warte nur auf die Running Senden von ihm. Okay, it's over, it's over, bam. Sister Abigail, Randy blutet. Ich brauche noch niemals meine Resiliency. Neckbreaker. Na, Neckbreaker, ich löse mal hier. Ey. Er macht einfach nicht das, was er soll. Ich guck, was... Ich wollte eigentlich gerade gucken, was in der Pre-Show ist. Small Package! 1, 2, 3, 9. Bam. Dropkick daneben. Dropkick ging einfach daneben. Und guckt euch einfach mal Bray Wyatt an. Guckt ihn euch an. Der Ref würde das Match beenden, wenn Randy Tam wird, aber nein! Ref, lass dich schlagen. So steht's im Skript. Lass dich schlagen, Ref. Oh, was eine Lariat. Okay, ich habe keinen Finisher mehr. Wegen den Ref. Nach der Lariat ist over. Ah, gegen das Bein. Nobody listen, nobody, na 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 na, da 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 da, da 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 da,
Nobody. RKO! Randy geht aus dem Ring. Geht in den Ring. Geht aus dem Ring. Shoulderblock. Electric chair drop. Was machst du da? Ja, Neckbreaker. Day. No, 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 I can change my day. Fuck. Yeah, yeah. My day. Yeah, Sister Abigail. My day. Fuck. Ich hab verloren. Na, 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 na. My day. My day. Ray White Akabon. I am the no. Das Lied heißt War Machine vom Album Duck on Cover. Und jetzt kommen wir zum nächsten Match. Mark Goldman gegen The Wolverus. Ja, Mark Goldman, der ist ja irgendwie so abgestiegen. Der hat ja nach seinem Titelverlust jedes Titelmatch verloren. Der war ja nur bei einem Titelmatch dabei. Ja, halt schon krass. Bam! Jawbreaker. Sehr schön von Mark Goldman. Und ja, er hat es für den Pay-Per-View eigentlich noch gar keinen so richtigen Platz, verstehst du? Jetzt erstmal bam to the ground. Bam. Oh. Ich freue mich schon auf den nächsten Pay-Per-View, also in in 13 Parts, also in 13 Parts ist dann die Pre-Show vom nächsten Pay-Per-View. Darauf freue ich mich schon. Elimination Chamber. Das wird ein krasser Pay-Per-View. Aber Royal Rumble wird noch krasser. Das krasseste wird eh WrestleMania. Ist halt WrestleMania. Da muss es einfach krass werden. Und wenn es nicht krass wird, dann habe ich einfach Scheiße gebuckt. Aua. I am a war machine. I am the war machine. I am the war machine. I am the war. Er ist noch niemals sein Signature. Okay, dann weiß ich, was ich als seinen zweiten Finisher einstelle.
nein, Backbreaker. Das wäre jetzt einfach sein Signature. Bam, Facebuster. Das Lied heißt Monument aus dem Album Monument. Dominator! I don't think so. Yeah! So komischer Rock Bottom. One, two. Das Spiel buggt schon wieder rum. Ich spiele ja eigentlich jetzt Wolf, ne? So, gucken wir mal, was der Mark Goldman macht. Er macht gar nichts. Ich hasse dieses Spiel. I don't think so. Eigentlich hätte er seine Resiliency eingesetzt, aber nö, das Spiel meint nö. Keiner spielt ihn. Okay, er gewinnt durch den Torture Rack, der Wolf. War ein schnelles Match. Monument, my monument. Monument, my monument. Monument, my monument. A lucky break. I don't think so. Yeah. I'm gonna be in a new. Ja, und das ist ein Qualifying Match für das Six-Man Ladder YouTube Championship Match. Deacon hatte schon seine Chance, hat verloren. Eddie Guerrero, Edge und Damien Sandow. Monument, my monument. Monument, my monument. Einfach so ein Song mit Norbom. Okay, ich hör dieses Album auch seit 3 Tagen durch. So, yeah. Oh, schöner Spinebuster. I don't think so. Yeah. Welches Lied kommt jetzt? Without You Ghost von den Album Duck on Cover. Und ich muss ja sagen, ich kam eigentlich nur auf diese Band wegen dem Franz, dem GM. Und dann hatte ich die auch einmal in einer Videoantwort von einer History-Ausgabe benutzt, deswegen. About me. When we die. Nein, ich wollte hochklettern. Damien, du wirst nicht gewinnen. Guck mal, BAM! Ach, Steel Post jetzt wieder, ne? Alter. Ach, ihn darf ich schlagen. Bam, Power Slam. Feed the Beast. Och Mann. Edge.
Edge hatte da gerade mal Bock zu taunten. Zu verspotten. Bam, Power Slam, Power Slam. Elbow, Elbow. And another Elbow. Da sollte gerade die Glory Bomb kommen. Zigzag! Bam! Jetzt hol... Damien kann einfach gar nichts. Frog Splash! Aber Edge war da. DDT! Fellmesser! Oh no, was kommt jetzt? Fisherman's... nein, nicht Fisherman's Suplex, Ja, wie heißt es? Fireman's Carry. Super Fireman's Carry. Frog Splash, Five Star Frog Splash. Einfach nur Frog Splash. Bam! Bam! Alle sind down. Oh, und das war schmerzhaft. Das garantiere ich mit meinem Namen. Dragon Screw, Dragon Screw. Und Damien geht wieder hoch. Er hat hier Bock, in dem Ladder Match dabei zu sein. Oh no, Edge, Spear. Ich wollte eigentlich Spear sagen und nicht Edge. Aber jetzt ist Edge alleine, Leute! Eddie, du bist nicht K.O. Und Deko ist da! Und haut Edge nach unten, BAM! Elbow-Serie! Bam! Jetzt die Knie-Schläge. Bam! Zigzag! Alle K.O.! Alle K.O.! Nee, Edge ist wieder da! Edge ist wieder da! Oh, Edge haut ihn einfach zu Boden. Und jetzt die Elbow-Serie. Glory Bomb von... Nee, doch nicht, oder? War es die Glory Bomb? Ich glaube nicht. Zigzag! Nein! Und Eddie blutet. Oh, Deko ist oben! Und schon wieder ein Frog Splash! Und Edge wollte rennen, also hoch. Jetzt sagt er, komm her, Edge. Zigzag!
Scheiße. Ich dachte, ich kann da kontern. Oh, und die Knee von Eddie. Wow. Wow. Und beide gehen hoch. Und Eddie hat's geschafft! Eddie hat's geschafft! Eddie ist im Ladder Match. In einem heftigen Steel Cage Match. Nach einem heftigen Steel Cage Match. Also, wer ist jetzt alles im Ladder Match? Goldberg. R-Truth. Batista. Nee, Horsty. Also R-Truth, Horsty, Goldberg, Eddie Guerrero. Und zwei, die wir noch nicht wissen. Ach, was ein heftiges Match. Und jetzt ein 2 gegen 3 Handicap Match. Franz muss. Also, es ist ja bei TLC ein 2 gegen 1 Handicap Match. Also, die beiden Wegner. Also, einmal Franz Wegner und sein Sohn Jacob Wegner gegen. Bomber. Und jetzt muss schon mal Franz mit Bomber teamen. Gegen den Gegner von Patrick, CM Punk. Stone Cold Steve Austin und Brock Lesnar. You with me. Ja, wird Franz und Bomber, werden Franz und Bomber eine Chance haben? Also wenn, dann werden sie nicht gut als Team arbeiten. Wenn, dann wollen die es alleine machen. Und da ist überhaupt die Frage, wird Bomber gegen Franz gewinnen? Es geht hier zwar um gar nichts, einfach um Ehre in diesem Match. Bei TLC dann. Jetzt Brock Lesnar. Und Franz macht schlau. Wenn Brock Lesnar kommt, dann geht er zu Bomber. Aber das ist eh so ein komisches Team zwischen denen. Also mit Franz und Bomber. Franz ist Face, Bomber ist Heel. Und ich nehme es gerade einen Tag vor dem Release wieder hoch. The line. Jetzt ein Tag mit Stone Cold und er einfach mal im Top Rope. Und sie machen schlau, sie halten Bomber in ihrer Ecke. Und CM Punk wollte direkt pinnen. Chaos Kick. Komm Bomber in meine Ecke. Nein. Dragon Screw. Und der Macho Man Elbow. Daneben. Er ist ja für CM Punk so eine Vorbereitung auf TLC. Patrick's Streak ist ja im Moment auf 20 zu 0. Er kann
es ändern zu 20 zu 1 des CM Punk. Hold on to... Da hatte gerade der Ref Schläge bekommen von CM Punk. Diese Kombo-Schläge. Jetzt gibt's erstmal einen Job von CM Punk. Jetzt Tag mit Brock Lesnar. Und Bomber müsste dringend wechseln. Denn im Moment sieht's nicht so gut aus wie ihn. Schon wieder ein schneller Tag. Und das Cover. 1, 2, 9. Da kickt Bomber nochmal raus. Eigentlich wäre es ja gut, wenn Franz Bomber einfach kämpfen lassen würde. Und dann einfach sein... für sich selbst die Kraft bis zum Pay-Per-View sparen. Und Stunner gegen Franz! What the hell? Beide sind K.O. 1, 2, ne. Bomber kickt aus, da er nicht den Stunner bekommen hat. Und das hat uns Stone Cold wusste, dass Franz diese Taktik benutzt, deswegen hat der Franz auch den Stunner gegeben. To be there. Und die Lariat von Clothesline, Lariat von Brock Lesnar. Be alright. Come on, Lesnar. Verspotte ihn. Bam, bam, bam. Und die Triple Powerbomb. 1, 2. What the hell, was macht Brock Lesnar da? Der Brock Lock! Und da kam er in die Seine. Heißt er wirklich Brock Lock? Ja, Brock Lock. 1, 2, 3, 9. Da kriegt er nochmal aus. Hätte er es nicht in die Seile geschafft, dann wäre es nicht so gut ausgegangen für Bomber. Bam! Da geht's nochmal aufs Bein. Ach ja. Und da geht er einfach auf das Bein von Bomber. Ist ja schlau. Früher hatte er ja nicht den Kimura Lock gezeigt, sondern den Brock Lock. Triple Powerbomb. Ist wieder so nah an den Seilen. Und ich muss sagen, dieses Spiel buggt, also dieser Kampf buggt auch um, weil guckt. Ich hoffe, das ist beim Pay-Per-View nicht so. Weil sonst muss ich die Matches einfach so lange wiederholen, bis es nicht mehr rumbuggt.
Ah ja, Franz. Ja. Franz ist down. Rocklock wird angesetzt. Und Bomber tappt. Bomber tappt nach dem Rocklock. Und sie haben es geschafft. Sie haben Brock Lesnar und Franz Wegner besiegt. Steve Austin. Also das tat Bomber sehr weh. Denn er musste sehr viel einstecken. Und jetzt kommen wir zum nächsten Match. Ah ja, Kurt Angle ist auch noch dabei. Also fehlt mir noch einer. Kurt Angle, R-Truth, Goldberg, Eddie Guerrero, Austin und der Sechste wird dann dort enthüllt. Oh Mann, warum hat der immer das Detail an? Ich verstehe es nicht. Also beim Pay-Per-View wird das auf jeden Fall nicht tragen. Und was kommt jetzt? Pump Handle Slam. Spinebuster. Und bam! Skidush. Ja! So zerbrechen heutzutage Tische. Wusstet ihr das nicht? Ohne Scheiß, das muss jeder heutzutage wissen. Das sieht man doch in jedem Match. Spinebuster. Future's lost. We're gonna be that down. Don't you know? The future's lost. We're gonna let us down. Ja, geil! Military Press Entry ist bei Master. Belly to belly. Und Spear. Guck, Goldberg ist so einer, der gewinnt jedes Match. Außer dieses? Fragezeichen. Ich dachte, das wär's jetzt schon. Oh, Schoolboy. One. Nee. Like before. Don't you know? The future's lost. One, two, three. No, the future's lost. We're gonna be that down.
One, two, three. Don't you know the future's lost? You're gonna let us stay. The future's lost. We're gonna let down like before. Don't you know the future's lost? We're gonna let us down. Time magic. Jetzt kommen wir zum Tag Day Match. Morris und Kane gegen Scorpion Shot. Und es sah noch nie in einer Rivalität so schlecht aus für Scorpion Shot. Sie hatten nur ein Match von drei gewonnen. Die beiden Singles Matches hatten sie gegen Kane und hast mich verstanden. Gegen Kane und Morris verloren. Und Kane legt los. Bam, Turtle Will Slam. Schöner Enzugiri. Uppercut. Bam, Crossbody. Ging daneben. Fuck. Ja, nur eins von drei Matches hat sie Scorpion Shock gewonnen und das war das erste Tag Team Match. Beide Singles Matches hatten sie verloren. Bam! DDT. El Scorpio hat gegen Kane verloren und El Scorpio hat gegen Morris verloren. Und das war eine Combo. Bam! Ins Face. Das ist ja so ein kleiner Vorgeschmack auf das Match für TLC. Nur, dass es kein TLC-Match ist. So. Bam, was ein Uppercut. Vielleicht wird dieses Match auch endlich mal höher gerankt auf der Matchcard als sonst. Also nicht immer so als drittes Match. Und bam, haut den raus. Und Sidewalk Slam. Und jetzt einfach mal der Yes-Lock von Morris. Gegen Escartio. Also jetzt sieht's irgendwie nicht so gut aus für Team Scorpion Shot. Es sah in jedem Match gut aus, außer in DX-Match. Aber in der Fehde sah's gut aus für die. In DX-Match und gegen... Ah, Killswitch! Hier, gegen wen hatten sie als letztes gekämpft? Ich weiß nicht mehr, gegen wen sie als letztes gekämpft haben. Vielleicht steht es hier auf meinem Zettel. Gegen die Hardy Boys war es nicht. Survivor Series. Was war eine Survivor Series? Ich weiß es nicht. Halt, im letzten Match sah es auch nicht so gut aus für die. Das war ja so ein... War das nicht On-Tables, Ladders and Chairs Match? Jo, das war gegen Kane und Horsty. Gegen Kane und Horsty war das. Da sah es auch nicht immer gut aus für die. Aber
Nee, nicht Kane, Roman Reigns und Orton. Roman Reigns war ja angeschlagen, deswegen. So rum war's. Oh, jetzt die Rapid Chest Kicks. Yes, yes, yes. And I kill you. Das sieht jetzt nicht gut aus für die. Osai running knee. 1, 2, 3. Kane und Morris gewinnen vor dem Pay-Per-View nochmal. Also eins von vier Matches hat Scorpion Shock gewonnen und die anderen hat Kane und Morris gewonnen. Also sieht so aus, als ob wir bei TLC einen Titelwechsel sehen im Moment. Da, bam. Also, da sieht's nicht so gut aus für Scorpion Shot. Und ich mach mal ja Licht an, es ist ja richtig dunkel. Bam. Jetzt Tornado gegen Sponge, unser Main Event wieder mal. Und wisst ihr, was ich mich frag? Wann Potzig endlich mal seinen Koffer einlöst? Also der hat ja schon... Der hat ja nicht mehr lange Zeit. Denn bis zum nächsten Pay-Per-View Money in the Bank muss er seinen Koffer eingelöst haben, sonst ist es nicht mehr gültig. Das Match. Hash, hash, hash. Jetzt Shop-Schläge von Tornado. Jetzt Next Handle. Jetzt fängt Sponge einfach den Kick ab und zeigt ein Belly-to-Belly. Suplex. To keep me, be tight. To keep me, be tight. We're not there. To keep me, a tiger bomb. Bam. Cover 1, 2. Ne, nur bis 2. Broth kick. Okay, it's over. Pin ihn doch. 1, 2, 3. Nein, der kickt aus bei 2. What the hell? Der Junge will mich da verarschen. Jetzt Russian Leg Sweep. Hype. Jetzt Cover. 1, 2. Nein, nur bis eins. Bam, Punch. Ich kann gleich sogar noch TLC aufnehmen. Geil. Eigentlich wollte ich es ja mit Decal aufnehmen. Dann kommt halt Royal Rumble mit Decal. Royal Rumble und FCW-Shows. Vielleicht. Mal gucken. Und jetzt BAM Maxano!
Alexander? Ich glaube. Halt. Bist schon. Submission Move wird zu Tornado tappen. Und Tornado tappt. What the hell? Sponjo gewinnt durch Submission. Okay. Sponjo gewinnt durch Submission und wir sehen uns einfach im nächsten Part wieder, wenn es heißt TLC Pre-Show. Ciao Leute und haut rein.